So ein Mist. Ich bin hier runtergefallen und diesen Spawner, den habe ich aus, ja, ein bisschen einen Trick gefunden, weil man Monster hier deaktiviert hat. Habe ich einfach Zombies gesehen und musste natürlich schauen, was da drin ist. Ist natürlich ein Spawner, sonst können Zombies ja nicht mehr spawnen. Gut, ja, das ist eben die Rollenspielwelt, da brauchen wir keine Zombies. Und ja, ist natürlich auch ein bisschen unfair, aber gut. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich das Dorf baue. Das Spawndorf sozusagen. Und ja, zeige euch noch ein paar Besonderheiten von den anderen Spielen und so. Aber jetzt kommen wir gerade nicht hoch. Okay, komm. Wir sind so in der Nähe. So. So ungefähr, ja. 20 Meter. Also, Holz brauchen wir. Machen wir mal kurz Pflaumen hier rein. Äpfel. Raspberries, Dachelbeeren. Walnüsse kommen nicht hier rein. Wildbeeren. Ein Ei, wo soll ein Ei hin? Ja, das kommt zum Fleisch. Eier sind Fleischtragung. Sursup. Haselnuss kommt noch hier. Walnüsse kommen noch hier. Bin eben so ein bisschen in der Umgebung Früchte sammeln und so. Und ja. Ja, das ist ein beides Ding. Jetzt eben. Wir haben so viele Sachen. Immer wieder. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. So, jetzt sind wir eigentlich fertig. Da das Saft hier reinkommt, machen wir die Kirschen hierhin. Also ich habe Kühe und Schafe mal geholt. Ich hole noch die Schweine und die Chocobos. Die Chocobos mache ich heute im Livestream. Also einfach die nächste Livestream-Aufzeichnung auf YouTube anschauen, falls ihr nicht wisst, wann und wie. Wird wahrscheinlich so um 16:70 Uhr oder so, 16:30 Uhr, 17 Uhr, würde ich sagen, auf Twitch live sein. So, jetzt sind wir ein bisschen frei. Also was müssen wir machen? Wir müssen Akazien suchen. Können gleich mal schauen, ob es irgendwo Akazienwald oder so gibt. Also hier oben sind Akazien. Wie kommen wir denn am besten hin? Eher vom Spawn aus. Ja, wir müssen das kurz in der Farmwelt irgendwo holen. Irgendwo, okay, hier ist Nacht. Irgendwo brauchen wir Akazien her. Die pflanzen wir dort am Spawn dann ein bisschen an für das Setting. Und dort, wo ich das Haus hatte, gibt es ein Dorf und das wird dann Claro, also eine Ablehnung von, also ja, etwas Lustigeres von Cairo abgelehnt. Genau. Und ja, da wird man, ja, das wird einfach der Palast und mein Haus sein, als momentaner König von Asien und ja, Ozeanen, Australien und Ozeanen. Genau. Okay, hier haben wir hier Kühe, die können wir schlachten. So, leider das falsche Biom. Ja, machen wir einen zweiten Part einfach draus. Also, ja, ich habe einfach zu wenig Zeit heute, um jetzt das Video wirklich so vorbereitet zu haben können. Es ist schon, also, da müsst ihr halt zusammenarbeiten. Das Spiel wurde gigantisch groß. Gibt mega viele Items, die ihr immer sammeln müsst oder wollt. Fürs Bauen und das macht natürlich schon viel aus. Also da kann man gar nicht mal so viel jetzt in jeden Part bringen. Aber eben, es gibt eigentlich, ja, sagen wir so, jeden zweiten Tag sicher mal ein, ja, so ein Video. Und ja, weil es live ist und weil es einfach besser geht mit dem Roleplay, wird einfach dort ein bisschen mehr Roleplay gemacht. Und diesen Parts wird eher gebaut oder
ja, Abenteuer gemacht. Paar Dungeon geridet, dann später. Die müssen natürlich zuerst gebaut werden. Oder, ja, sind einfach diese Roguelike Dungeons schon da. Die könnt ihr, also, die können wir bringen. Das sind nur, Blüten. Okay. Den haben wir schon. Oh, Küken. So, wir haben ein Dorf gefunden, okay. Genau, Bücherregale mitnehmen. Das erste Dorf eigentlich in der, okay, weg. In der Farmwelt, ja? Das erste Dorf in der Farmwelt, sehr gut. Schön. Ja, liebst du mich noch? Giovanni. Gibt doch einen Boss, einen Giovanni in Ding, in Pokémon. Vielleicht ist es er. Er wurde geslappt von mir. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er Eier legt. Apropos, haben wir schon genug. Oh, blaues Holz. Ja, das passt ein bisschen zu Afrika oder zu Ozeanien eher. Sorry, Abriss. Ja, das mache ich, glaube ich, ein bisschen später mal. Nehmen wir einfach ein paar mit. An die Blöcke. Ja, genau, und die Zäune hier. So, hier haben wir natürlich immer gute Sachen. Von Forestry. Bergmannsfreude. Ja, die brauche ich. Ja. Was ist denn das? Ein Schreibtisch? Oh, das geht aber lange. Okay. Dann doch lieber mit der Spitzhacke. Eine Schokowabe nehme ich mit, das ist gut. Edle Königin auch. Waldige Königin. Ja, da muss ich leider kurz was weglegen, was ich jetzt nicht so brauche. So, können wir da rüber. Das Ding ist auch cool. Mailholz. Habe ich noch nie gehört oder gelesen. Okay, da haben wir einen Waypoint. Dann können wir manchmal hier hinkommen und den Rest abbauen. Okay, zwei Diamanten, die nehme ich natürlich mit. Na, ich weiß gar nicht, was ich mitnehmen soll und was nicht. Ich bin voll. Was aber erstklassiges Rindfleisch. Pflanze das einfach draußen an und dann nehme ich es mal mit, wenn ich. Ah, das kann man gar nicht anpflanzen. So ein Mist. Ja, das möchte ich mitnehmen. Ja, die Hose brauche ich sowieso auch nicht. Da kommt ein Knochen. Und dafür die Axt wieder mit. Mitnehmen, ei. Nicht schlucken während dem Reden trag. Okay. Das war's sozusagen. Bären habe ich irgendwie nicht mitgenommen. Okay. Aber wir finden kein Akazienholz. Für unser erstes Bauprojekt brauchen wir Akazienholz. Ich denke, wir gehen eher so in die Richtung. So, hier hoch wieder. Nicht jetzt schon so schnell weggehen von der Farmwelt. Sonst finden wir einfach die warmen Biome dann nicht mehr. Wir sind eher nicht so warme Biome. Okay, aber Hunger ist leider immer noch recht groß. Immerhin haben wir da im letzten Livestream-Part einen Squisher gemacht. Ja, ich brauche hochwertigere Nahrung. Ich brauche vor allem ein Backpack. Ich hoffe, ich finde irgendwo mal ein Backpack. Diese Adventures Backpacks sind natürlich schon super, aber sehr schwer zum Herstellen. Ist ja auch klar, sind Backpacks. Das ist sozusagen ein cheatedes Inventar. Ja. Gut, aber können wir irgendeinen Schock. Ja, wir brauchen einen Sattel.
Das machen wir dann im nächsten Part. Ja. Gut. Ja, wie soll ich jetzt den Titel von diesem Projekt nennen? Das ist ja nicht Rollenspiel so richtiges. Das muss ich ja mit anderen Leuten zusammen machen. Sonst ein bisschen langweilig für euch wahrscheinlich. Aber es ist einfach, sagen wir einfach, schreiben wir einfach ein Let's Play fertig. Let's Play Minecraft Dragodia Server. Sonst einfach nur Part 1 und so. Okay, hier sind Mangroven. Das ist alles Mangroven, die habe ich schon. Aber Akazien-Setzlinge, die brauche ich dringendst. Oh, aua. Ich konnte nicht hüpfen aus irgendwelchen Gründen. War schon in der Luft wahrscheinlich. Okay. Irgendwo. Irgendwann. Ist halt blöd, wenn die nicht auftauchen. Ich hätte die alleine suchen sollen vor dem Part, aber ja. Ich muss jetzt ein Part aufnehmen und nicht, wenn ich Gespräche habe und auf der Bank bin. Ja. Jetzt nicht so gut. Ja, dann machen wir die dann einfach hier weiter mit einem Home. Jetzt direkt irgendwo eine Savanne zu finden oder so. Also es gibt ja in der World Savanne. Akazien sind dort sicher auch. Dann muss ich dort einfach ein paar fällen. Aber eben, es ist ja eine Rollenspielwelt, da sollte man eigentlich nichts machen. Okay, eine Waldlinie. Ja. Sind ja Bäume, wir könnten dort. Ich mal schau mal kurz. Ja, wir haben ja genug Zeit. Warp. Bauen. Nein, spawn. Mist, ich wollte Warp irgendwas eingeben, aber wir haben gar keine Warp drin, dort in der Nähe. So. Hier oben wird ja das, ja, sagen wir, Gottes Palast sein. Ja, es ist, er will es als Rathaus haben, der Just Marco. Der hat hier eine Siedlung der Asiaten gebaut. Hier ist ja das Afrika-Gebiet und dort Nordamerika und hier Europa. Und ihr könnt ja dann mal einem Volk anschließen, wenn ihr auf dem Server seid. Oder mal sagen, was ihr gerne sehen wollt, welches Volk. Kann ich auch mal ein Part dort irgendwas bauen oder ein bisschen Rollenspiel machen? Dort. Ja. Ich bin immer so einer, der gerne erklärt und dann kann ich kein Rollenspiel machen, aber das Let's Play wird sozusagen auch ein Rollenspiel-Let's Play, habe ich mir so ausgedacht. Also, das sind keine Akazien, glaube ich. Oh, Busch. Melonengarten. Chocobos, das ist unser Gebiet übrigens jetzt schon. Das sind Pflaumen, oder? Nein, Feigen, die haben wir noch nicht. Ja. Ich merke mir das und hole die Feigen einfach noch. Die haben wir noch nicht. So, da unten ist das Dorf. Und hinter dem Dorf wohne ich. Also es ist jetzt schon noch 500 Meter. Also, was können wir wegwerfen? Ich muss da irgendwie. Ja, die Waldlinie war das letzte. Ich muss da irgendwie am Platz kommen. Sonst gehen wir noch in einen Dungeon. Aber sie sind zu hart. Es gibt Zombies mit Diamantsachen. Vor allem Äxten und so. Vielleicht hier drin. Ein Backpack. Das soll es noch ein Schwein. Lammfleisch wahrscheinlich. Ja. Okay, das kann. Oh Gott, der Wolf. Er schaut mich so böse an. Ich hab doch nichts gemacht. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof, wenn so viele Zombies spawnen können. Die spawnen einfach direkt nach.
Okay, da ist noch ein Zombie da. Es waren noch Zombies. So, einfach mal ein paar Sachen hier reinlegen. Zum Beispiel das Holz, das kann ich später holen. So. Dafür noch das Lammfleisch. Hallo. Ja, man muss hier mal ausleuchten, sonst spawnen hier überall Sachen. Zombies. Ja, hier wurde alles getötet. Schweinerei! Ihr Tiermörder! So, dann haben wir hier noch ein bisschen Fleisch. Okay, in der anderen Truhe ist leider nichts drin gewesen. Ja, ein paar Knochen. Ja, okay. Ich glaube, nichts mehr ist, es ist nichts mehr in dieser Ruine. Da ist noch ein Zombie. Jetzt müssen wir noch kurz über den Berg hier. Okay, hier drin ist nichts. Aua. Fluffige Erde. Schluff. Was ist Schluff? Ja, ich weiß, ich sollte die Feige noch mitnehmen, aber das mache ich dann außerhalb vom Part. Bin sowieso außerhalb von einem Part manchmal ein bisschen motivierter, irgendwas Langweiliges zu machen, weil ich schon schaue natürlich, dass es euch ja, interessant genug ist. Aber habt ihr gemerkt, in letzter Zeit, es geht es wieder zurück. Die Leute wollen immer weniger, ja, so Content sehen. Die wollen eher so. Ja, die großen YouTuber sind halt schuld mit ihren mega gut geschnittenen, schnellen, Gameplay-Einlagen. Das ist natürlich nicht immer so toll für einen noobigen kleinen Livestreamer und Ding. Let's Player. Also Let's Plays sind heutzutage so Schnitt, 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 Schnitt. Was hat man davon? Nichts. Gar nichts. Also ich vor allem mag Schnitte überhaupt nicht. Wenn etwas geschnitten ist, dann denke ich immer nach, was ist denn das? Was könnte denn das sein, was rausgeschnitten werden wird? Und es stimmt schon, also das, was rausgeschnitten wird, ja, muss ja nicht mal langweilig sein oder so. Das ist meistens einfach, damit der, ja, wie sagt man, die Melodie des das Videos besser ist, oder? Also, man möchte schon irgendwie halt auch die langweiligeren Sachen auch zeigen, damit einfach die Magie des Videos nicht von Flöten also weggeht. Deshalb mag ich auch übrigens Filme, wo wenig geschnitten wird, also zum Beispiel Ong Bak und Revenge of the Warriors und wie heißt der? Wie heißt der Kampfsportler? Weiß es gar nicht, Name. Oder ganz berühmte. Tony Jaa, genau. Tony Jaa. Die haben Kampfeinlagen, wo nicht geschnitten ist. Und die feiere ich. Sie sind nicht mal langweilig. Sie sind richtig interessant designt worden. Ja. Und, das ist doch das Beste. Heutzutage sind halt Leute immer wie verwöhnter und wollen dann wirklich gar nichts mehr schauen. Ja. So, wir haben den ersten Akazienbaum gefunden. Okay. Wester hat kurz gefragt. Wir nehmen nur das, nur die Setzlinge mit. So. Was ist das für ein Setzling? Tomaten. Brauchen wir nicht. Haben wir genügend. Also wir haben zwei Setzlinge. Jetzt schaue ich, dass ich die verbreiten kann. Eigentlich kann ich ja. Nein, ich nehme zwei mit. Dieser Baum ist sowieso nicht gerade so auf dem Gelände, auf dem Gebiet hier. So, hier, ich schaue mal kurz. Es ist nicht, es gehört nicht mehr uns. Ja, es gehört ungefähr, also
Ja, schon Asien. Ja. Aber es ist ein schönes Gebiet. Also. Ich bin so einer, der wahrscheinlich auch für Asien ein bisschen baut, als Baumeister. Sein also einfach ein, als gerne Bauer. Also die Leute, die auf dem Server gerne bauen und viel bauen, die werden natürlich zu Baumeister. Ja, es ist richtig schön hier. Die werden einfach dann wahrscheinlich Bauer oder so vor dem Namen haben. Ich weiß jetzt noch nicht, also eben wir haben einen Server, der eigentlich nicht Kreativmodus ist, also dass die Leute eigentlich nicht in den Kreativmodus wechseln dürfen. Also einfach ein Grund, das ist Cheaten und das macht das Rollenspiel kaputt, wenn irgendwelche Leute herumfliegen oder Blöcke ercheaten oder Blöcke schnell setzen. Das macht das Rollenspiel halt ein bisschen kaputt. Deshalb für alle eigentlich ja nur so für Grundstück erschaffen, also Grundstücke zu machen und vielleicht für ein bisschen beobachten oder so, wenn jemand vielleicht ein bisschen hackt oder so. Dann wird Game Over benutzt, aber fürs Bauen und fürs Blöcke kriegen, nein, wird Game Over nicht benutzt. Und ich habe es auch Marco gesagt, muss ich dran halten. Und das wird er auch machen. So, also hier haben wir noch ein ziemlich. Okay. Das ist noch ein Garten scheinbar. Ein Zelt. Ein Zeltplatz. Okay. Jo, jetzt eben können wir noch nicht anfangen mit dem Dorf, mit dem Spawn-Dorf, aber das wird dann soweit sein. Ein Cache brauchen wir eigentlich nicht. So habe ich eigentlich diese Spitzhacke noch dabei. Die kann ich auch mal rausnehmen. Ja, weiß gar nicht, was ich. Ach komm, so ein Nicole Potion. Der braucht, das braucht niemand. Wir haben ja Slash Spawn. So, können wir das noch mitnehmen? Ist auch wieder ein anderes Fleisch. Ah, wir haben die Fleische gar nicht mehr dabei. Naja. Hat Angst bekommen. Blöde Wildsau. Blöde Eber. Okay. Ja, dann gehen wir zurück zum Homehouse. Muss kurz das Kabel hier weg. Nach der Tastatur. Also, wir setzen mal zwei Bäume. Ja, okay, die sind wieder gewachsen. Also einen hier unten und einen hier oben. Und haben wir für den zweiten Part, der wahrscheinlich schon morgen kommt, ja, schon mal das erste Akazienholz. Das hätte ich ja im Livestream dann auch gerne ein bisschen farmen. Und ja, bei mir mache ich gleich mal weg. So, wo haben wir Blüten hier drin? Bergmanns Freude. Muss ich das auf Stein setzen? Hier unten ist übrigens dann das Chocobo-Gehege. Also nicht da. Wie kann man die hinsetzen? Gibt nur rosa Farbstoff. Geht nirgends. Ja. Na gut. Also. Und daneben einfach die Schweine und so Sachen. Also das habe ich noch nicht. Also, ja. Sozusagen generiert. Diese Waldlilie kann man sich auch irgendwie setzen. Okay. Aber die wächst nicht. Und die wächst sehr schnell. Und wie kann man die vermehren? Mit Knochenmehl? Nö. Ah. Gut, hier sind die Trophäen der Tiere, die ich schon erledigt habe, und Skelettschädel sind von einem, ja, so einem Witterdenkmal. Genau, und jetzt gehen wir noch kurz zur Feige. Das ist hier doch. Ja, hier haben wir auch die Namen der Dörfer, also der Städte. Und bei uns ist einfach dieses Claro ein Abschnitt von Kairo. Oh, also ein
Ja, ein anderes Wort für Kairo, Fantasie Kairo. Und Sydney, ja, ist natürlich Sydney von Australien. Und er hat eben dieses Fungi da. Fushingi. Ja, hier habt ihr Tutorial, also das machen wir überall hin. Es hat noch nicht so Rechtschreibung. Aber ja. Ihr kennt sicher RuneScape oder ja, andere Games, die so ähnlich sind. So hat jemand hier Beacon getan. Wahrscheinlich Marco als für seinen Freund. Oder sein Freund. Gut. Eben hier, ja, hier kommen wir nicht rein. Er will nicht, dass andere Leute hier reinkommen. Ist offen. Ja, es ist offen. Kann ich kurz zeigen. Also er hat hier Plots gemacht. Diese Plots sind geschützt und dann bekommt ihr hier ein Grundstück und dann werdet ihr bei Members hinzugefügt. Und dadurch könnt ihr dann auf diesem Grundstück natürlich bauen. Abenteuergilde, Postamt, Fluss für eine Wasserzufuhr. Weiter einschränken zum Schutz des Volkes. Ah, okay. Der macht schon voll auf Krieg. So. Okay. Der hat hier ziemlich schönes Rathaus gebaut. So. Okay, das ist sein Wohnzimmer scheinbar. Ja. Gut. Ich weiß jetzt nicht, was sein Freund ist, da wahrscheinlich noch nicht so viel da gewesen. Aber scheinbar kam der am Abend, gestern Abend, auf den Server und hat auch ein bisschen, ja, Rollen gespielt. Gut, also Feigen brauchen wir, Rambutan können wir auch noch gebrauchen. So. Hier haben wir Feigen. Diese Feigen, Feigen, Feigen durch den Feigenwald. So. Prima, was ist das? Pfirsich. Ah, Grapefruit. Okay. Hier haben wir auch noch einen Fruchtbaum. Also diese Chocobos, die machen wir im Livestream. Holen wir die im Livestream. Damit wir in Afrika, weil das ist Afrika-Gebiet hier, damit wir in Afrika Ding haben. Chocobos schon mal, sonst spawnen die nämlich nicht. Okay, die sind noch nicht reif. Oliven, sehr gut. Also einen Olivenbaum brauchen wir dann. Weil wir ja eine Kneipe aufmachen. Schöne mittelalterliche Kneipe. Mit In Extremo Musik. Ich glaube, das ist Pfirsich. Da muss ich leider nochmals ein bisschen nachreifen. Ja, jetzt haben wir drei Oliven. Ja. Die brauchen wir unbedingt. Die müssen wir so in einem Olivengarten anpflanzen, also richtig viel. Auch wegen den Ölen. Sie sind sehr selten, also so Bäume findet ihr nicht überall. Die spawnen recht selten. Okay, da war wieder dieses Teil. Hier ist irgendwo eine Schlucht. Kann ich die gleich noch kurz zeigen? Hey, wo sind wir? Ja, hier ist die Schlucht. Und hierdurch machen wir eine, ja, Minenbahn, also eine U-Bahn. Dann will ich schnell nach Kairo kommen. Das wird natürlich alles schemenhaft, also, ja. Das wird immer wieder erweitert. Also, wir haben dann genügend Spieler natürlich, die mithelfen. Weil das ist eine große Arbeit ohne Kreativmodus. Ja, dadurch irgendwo führen lassen. Das wird cool aussehen. Zum Beispiel hier unten. Durch, man sieht jeder die Schlucht. Weil hier ist das erste Dorf und hier unten ist das zweite Dorf. Ja, und dann kommt sicher mal hier oben noch ein Dorf hin.
Das ist zur Hälfte dann unser Dorf und zur Hälfte das Dorf der Amerikaner. Wir haben hier übrigens Schnee. Okay. Hier oben habe ich auch keinen Schnee gefunden. Oh. Doch hier oben habe ich Schnee gefunden. Und hier unten drüben haben wir auch keinen Schnee. Ja, Schneesachen. Hey, ich drücke nie rechts und trotzdem geht es auch. Ah, wir haben noch ein bisschen Schnee da unten. Okay, und hier haben wir noch einen großen Lauf. Das ist eine ganz kleine Öffnung und die wird so breit unten. Eigentlich einfach heftig. Genau. Und es haben schon sicher sehr viele gemeldet, die mitmachen. Wenn ihr auch nicht mitmachen wollt, einfach kurz in die Kommentare schreiben. Oder am besten über E-Mail auch euren Spielernamen schicken. Und dann werde ich euch weitlisten und dann könnt ihr eigentlich mitmachen. Ihr müsst einfach das Modpack bei Curse Forge runterladen. Und ja, die Server-IP natürlich noch eintragen. Aber die wird noch geheim sein einige Zeit. Also ja, wahrscheinlich so 1 oder 2 Tagen nur noch. Und dann steht sie hier unter dem Video da auf einem anderen Part. Auch unten in den Kommentaren wegen den Handy-Usern. Genau. Okay, mit einem schönen Bild hier. Beenden wir den Part. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jo, und für die Interesse. Tschüss.